Marguerite Ellig kommt in die Sprechstunde von Jérôme Mathis, Chefarzt der Frauenklinik vom Spitalzentrum Biel SZB. Ihr geht es heute gut, aber sie hat in den letzten 4 Jahren schwierige Zeiten gehabt. Ich habe im 18. Gemerkt, dass etwas nicht gut ist, dass etwas nicht stimmt. Aber ich habe noch nichts gemacht. Ich habe einfach so gemerkt, dass ich komische Sachen entwickle, komische Ängste und so. Anfangs 19. habe ich beim Duschen einen Knoten entdeckt und habe zuerst gedacht, ich renne sofort zum Arzt. Und das war nicht so. Ich habe alle möglichen Ausreden gefunden, um nicht zu gehen. Und ich habe das 19. bis in Herbst werden lassen. Nachher ist die Brust entzündet, hat angefangen wehtun und dann bin ich gerannt. Bin ich zum Hausarzt gerannt und das ist nachher Schlag auf Schlag gegangen. Das ist innerhalb von einer Woche habe ich alle untersucht und das Resultat schon gehabt. Ja. Diagnose Brustkrebs. Wie haben Sie das erlebt? Wie in einem Schock. Ich habe einfach funktioniert. Ganz kurz habe ich entschieden, irgendwann jetzt vertraue ich einfach, jetzt gebe ich Verantwortung für die Behandlung einfach völlig in die Hände von diesen Ärzten, die da auf mich zukommen. Und von denen war es so, ich habe keine Gedanken mehr. Irgendwie probiert auf Therapien vorwärts zu denken, oder so einfach funktioniert. Im Spitalzentrum Biel wird der Brustkrebs im Brustzentrum behandelt. Alors le centre du sein, on opère des cancers du sein depuis de nombreuses années, mais le centre du sein au sens. Wir operieren Brustkrebs schon seit langem, aber das Brustzentrum gibt es seit dem Juni 2019, also seit etwa mehr als 3 Jahren. Dann haben wir die Zertifizierung bekommen. Die Idee der Organisation ist, die interdisziplinäre Behandlung der Patientin so zu koordinieren, dass wir möglichst effizient mit den verschiedenen Diensten arbeiten. Die Radiologie für die Diagnostik, die onkologische Chirurgie für die Operation, die onkologische Therapie und Bestrahlung. So können wir vermeiden, dass wir Zeit verlieren, weil wir wissen, dass je schneller wir handeln, je besser ist es für die Patientin. Marguerite Ellig hat ein paar Eingriffe und Behandlungen hinter sich. Chemotherapie, Operationen, Bestrahlung. Für das hat es Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten gebraucht. Für die Patientinnen und Patienten zu behandeln, ist es wichtig, dass die verschiedenen Fachgebiete zusammenarbeiten. Einmal in der Woche kommen die Spezialistinnen und Spezialisten zu einem Tumorboard zusammen und reden über verschiedene Krebsfälle. Im Moment laufen die Besprechungen per Videoschaltung. Das existiert déjà, mais c'était moins, disons, systématique. Das hat es schon gegeben, aber es war weniger systematisch, weniger automatisch. Der Vorteil von einem Brustzentrum ist, dass wir Qualitätsmerkzeichen haben. Wir können genau überwachen, was wir machen, und wir sehen, ob alles funktioniert. Weil wir diskutieren über alle Patientinnen vor und nach der Operation. Also wenn die Diagnose da ist, dann wir über jeden Fall mindestens 2-mal reden. Mit der ganzen Kontrolle sehen wir, ob wir die Regeln einhalten, für die Qualität von einem Brustzentrum zu haben. Und ce Monitoring nous permet de voir si on respecte cette règle. Das ist eine Regel. Une de beaucoup de règles qui existent pour en fait correspondre aux critères de qualité d'un centre du sein. Evelyn Herrmann ist auch an diesen Tumorboard-Besprechungen dabei. Sie ist Chefärztin vom Radio-Onkologie-Zentrum Bio-Seeland-Berner Jura. Das ist das Bio im Lindenquartier. Hier machen sie die Strahlentherapie. Beim Brustkrebs wird Bestrahlung klassischerweise nach der Operation angewendet. Also wir müssen nach einer Operation bestrahlen, um das Risiko, dass der Tumor wieder dort wächst, wo er rausgeschnitten worden ist, zu minimieren. Bei Patientinnen, die für eine Bestrahlung im Brustbereich kommen, da braucht es 3 bis 6 Wochen, wo man jeden Tag eine Sitzung macht. Ja. Seit kurzem hat das Radio-Onkologie-Zentrum, kurz ROZ, eine hochmoderne Markierungstechnologie. Normalerweise muss man eigentlich den Patienten Markierungen auf den Körper zeichnen. Manchmal es gibt es auch gewisse Zentren, die das tätowieren, damit die Patienten wieder genau gleich bei der Maschine gelagert werden wie für die Planungscomputertomographie. Und mit dieser Maschine oder Technologie tut man dem Patienten ein Muster
auf den Körper projizieren. Und anhand von dem Muster sieht man eigentlich, wie der Patient liegt. Und man sieht auch, ob er sich bewegt während der Bestrahlung. Einfach erklärt, sobald die Patientin oder der Patient sich bewegt, hier mit einer Büste dargestellt, sieht das die Radiotechnologen auf den Bildschirmen. Die Strahlenbehandlung verlangen höchste Präzision. Der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil mit unserer heutigen Technologie haben wir steile Dosis Abfall. Also das heisst, dass nach wenigen Millimetern ist nicht mehr die gleiche Dosis im Gewebe vorhanden, als das früher war. Und dann hat man einerseits das Risiko, dass quasi der Tumor dann plötzlich nicht die verschriebene Dosis bekommt und dass er dann quasi trotzdem weiter wachsen kann. Und andererseits ist auch, wenn der Tumor nahe an einer heiklen Struktur ist, wie zum Beispiel das Herz oder das Rückenmark, dann nachher, wenn der Patient sich zu fest bewegt, kann plötzlich dort mehr Dosis hinkommen und dann kann das einen Schaden verursachen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man hochpräzise bestrahlt. Ja. Weil die Strahlungen viel nach einem chirurgischen Eingriff gemacht werden, arbeiten die Verantwortlichen vom ROZ eng mit dem Brustzentrum vom SZB zusammen. Auch wenn wir an einem anderen Ort sind, unsere Kollegen vom ROZ machen bei der Onkologieversammlung mit. Und wenn wir Fragen haben, können wir uns immer gegenseitig anrufen. Wir haben eine super Zusammenarbeit mit den Kollegen vom ROZ. Nach der Diagnose Brustkrebs hat Margret Ellig zuerst mal eine Chemotherapie und dann eine Mastektomie gemacht. Ça veut dire qu'on a enlevé tout le sein avec l'ensemble des ganglions axillaires qui sont le territoire de drainage privilégié du cancer du sein. En général, c'est du même côté. Das heisst, wir haben die ganze Brust abgenommen und die Lymphknoten in den Achseln, weil dort kann es Metastase geben, meistens auf der gleichen Seite. Sie hat die Operation gut überstanden, auch wenn sie ein kleines Problem hatte mit den Narben nach der Brustamputation. Die Patientin hat noch ein anderes Gesundheitsproblem, Diabetes. Das hat das Heilen schwieriger gemacht. Und nachher hat sie eine Zeit lang Ruhe gehabt. Etwa 2 Jahre nach dem Eingriff hat sie einen Rückfall gehabt, auf der Haut und dem Muskel auf der gleichen Seite. Und das hat man dann nicht können operieren. Darum haben wir der Patientin vorgeschlagen, eine systemische Therapie zu machen, also eine, die auf den ganzen Körper wirkt und nicht wie Chirurgie oder Bestrahlung, die nur lokal etwas bringt. Im Moment geht es der Patientin gut, sie ist in einer Therapie für den Zustand zu behalten. Man kann die Krankheit nicht heilen, aber man könnte wie eine Pause machen, dass die Krankheit nicht weitergeht. Und manchmal sind die Pausen so lang, dass Patientinnen gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie krank sind. Und die Lebensqualität kann in solchen Situationen sehr gut sein. Par contre, on peut faire comme une sorte de pause. De progression de la maladie et parfois ces pauses sont tellement longues que les patients n'ont plus vraiment l'impression d'être trop malades et ont une qualité de vie qui peut quand même être excellente dans ces situations-là. Der Kampf gegen Krebs hat etwas in Margret Ellig verändert. Also ich bin best geworden für meine Freundinnen. Ich bin jede immer am Nachfragen, am Schicken, am bist du gesehen, hast du Kontrolluntersuch gemacht. So. Jede noch so penible Vorsorge ist weniger schwierig als Therapie. Und für mich war es wichtig, in der Zeit jetzt oder überhaupt die ganze Zeit über, mir einfach bewusst zu machen, dass ich gut zu mir schauen muss, dass ich das machen will, was mir Spass macht, was mir gut tut. Dass ich nicht mehr so viel aushalte, dass ich nicht mehr so viel auch akzeptieren in meinem Leben. Es hat ganz viel so bereinigt. Und das ist vielleicht etwas, wo ich Kolleginnen kann sagen, holt nicht Hilfe in diesem Prozess, weil es ist ein schwieriger Ritt, den man da anfängt. Für die schwierige Zeit zu überstehen, können die Patientinnen und Patienten auf die Unterstützung der Breast Care Nurses zählen, der Spezialisten für Brustgesundheit. Sarah Augsburger hat die Spezialisierung gewählt. Sie ist die Verbindung zwischen den beteiligten Spezialisten und stellt sicher, dass die Patientinnen alles verstanden haben. Sie hat auch administrative Aufgaben und hat auch ein offenes Ohr für die Sorgen der Patientinnen und Patienten. Es ist sehr emotional. Man muss natürlich auch sehen, ich habe mehr Zeit. Und es ist vielleicht auch manchmal ein anderes Verhältnis da als mit den Ärzten. Es ist ein grosses Vertrauen da und viele Themen, auch emotionale Themen, landen dann bei mir. Ich kann mir die Zeit nehmen, wenn ich meine Konsultationen habe, dass ich voll und ganz auf die Frauen eingehen kann, was enorm wichtig ist.
dementsprechend habe ich das Gefühl, wenn ich da bin, kann ich alles für sie geben. Ich kann aber dann auch beruhigt heimgehen, wo ich weiss, ich habe jetzt in dieser Situation, in diesem Kontext, alles für die Frauen können machen, was mir möglich ist. Und dann gelingt es mir auch am Abend, wenn ich heimgehe, gut abzuschalten. Eine Nähe und ein Vertrauen, das wichtig sind, für den Patientinnen und Patienten zu helfen, die schwierigen Momente zu überstehen. Margrit Ellig kennt sich aus. All die, die dort mitgearbeitet haben, die letzten 2,5 Jahre, haben wir extrem gut getan.